Oh, scheiße. Wow, Bro. Ich verstecke mich. Ja, okay. Nicht mehr. Fernseher, versteck mich. Ah, weiter, 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 weiter. Hey Leute und herzlich willkommen zu Little Nightmares 2. Ich habe sehr gehofft, dass wir sofort nach Demo-Version starten können und das Spiel laden. Leider geht das nicht. Wir müssten wieder das ganze Spiel von vorne starten. Und ja, jetzt geht's wieder los. Heute suche ich nach ein paar Easter Eggs und versteckten Plätzen, die ich euch versprochen habe. Und wenn du die Demo-Version verpasst hast, dann kannst du die gleich in der rechten Ecke nochmal anklicken und dir angucken. Das habe ich ein wenig lustig dargestellt. Also draufklicken, gucken, Like hinterlassen. Den Anfang der Geschichte kann ich leider nicht überspringen, deswegen fangen wir wieder von vorne an und landen wieder durch diesen Fernseher, durch diesen Teleport, stelle ich mir das so vor, wieder im Wald. Wie ich schon mehrmals angesprochen habe, ich zocke nicht so oft mit Gamepads, das ist so neu für mich. Normalerweise zocke ich auf einer Tastatur und ich werde mich jetzt wieder anpassen müssen. Wiederholung ist die Mutter des Lernens, wie man sagt. Also, X war fürs Laufen, A, glaube ich, zum Springen und Y für Rufen, weil wir immer wieder Six zu uns rufen werden, um Hilfe zu bekommen. Und B, was war B nochmal? Also, bestimmt für Taschenlampe, die wir noch nicht haben. Und noch eine extra Funktion. Zum Sliden nenne ich das, also zum Rutschen. Hilft auch ganz gut, um unter die Gegenstände zu rutschen oder von Monster zu entkommen. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum liegen so viele Leichen hier? Es gibt ja Jäger. Der ist ja so Monster. Die anderen Leute, die da auch sind, die sind auch irgendwelche Monster. Also töten die sich selber? Oder haben das diese kleinen Kinder, genau wie Mono und Sixty, getötet? Oder warum sind so viele Leichen da? Das Spannende ist, dass die Autoren von der Geschichte nichts erzählen. Also das heißt, du musst die Fantasie laufen lassen und selber dir ausdenken an das, was du glaubst, was hier passiert ist. Das ist echt spannend. Also ich weiß nicht, was soll ich denken, aber das sieht so aus, als würde Jäger die kaputt hauen hier oder und dann frisst er die auf, ich weiß es nicht. Aber in The Mo, da auf diesem Schiff, für mich habe ich das so interpretiert, dass diese Mutter die größte Hexe da, die hat alle zu diesem Schiff eingeladen, die voll angefressen und dann haben die alle geschlachtet. Ja, und Six war da einfach nur so zum Helfen, um Gäste zu waschen und sowas. Ich habe auch so Comicsbücher so ein bisschen auch gelesen, gibt's eine Reihe davon. Aber so viel wird auch nicht erzählt. Und schaut euch auch diese ganzen Gegenstände, die schon vorher da liegen. Das heißt, da waren auch vielleicht Kinder, die haben das schon zusammengebaut für sich selber, weil meistens ist es ja nicht für Monster. Monster würden da überall klettern und überall draufkommen, ne? Aber hier sieht das immer so aus, entweder Six war vorher da und hat sich alles vorbereitet, oder jemand lebt auch hier in diesem Wald. Also guckt euch das genau an. Da ist alles immer so für kleine Menschen vorbereitet. Und das hilft uns auch meistens. Also ich glaube, wenn nicht diese Hilfsmittel, die wir da bekommen, dann würde Mono auch nicht weiterkommen. Oder Six auch in dem ersten Teil. Da war auch schon vieles vorbereitet. So, den Fehler mache ich nicht nochmal. Letztes Mal bin ich runtergesprungen und gestorben. Jetzt gehe ich langsam runter und hier habe ich übrigens ein Easter Egg gefunden. Also hier können wir gleich einmal durch. Man sieht hier alles, was ich letztes Mal in Demo-Version nicht gefunden habe. Ein Easter Egg, was ich euch versprochen habe.
Wow, ein kleiner Geist. Das kenne ich ehrlich gesagt nicht, weil in Demo-Version gab's das glaube ich gar nicht. Sehr schade, aber ich habe gar keine Taschenlampe oder Feuerzeug, um hier den ganzen Raum zu sehen. Man könnte natürlich auch die Helligkeit verbessern, aber man sieht trotzdem gar nichts. Da ich besser vergleichen kann, sage ich euch auf jeden Fall, dass der erste Teil ist auch richtig spannend und da habt ihr ehrlich gesagt mehr Angst, um zu spielen und da müsst ihr euch sehr viel verstecken. Gegen einen Gegner könnt ihr nicht antreten, ihr müsst immer weglaufen sozusagen. In dem Spiel, in dem zweiten Teil, haben die gesagt, dass wir können auch gegen diese Gegner etwas unternehmen. Und da ich, wie gesagt, vergleichen kann, ist die Steuerung auch tatsächlich besser in dem zweiten Teil, weil im ersten Teil, du könntest viele verschiedene Kombinationen, viele verschiedene Bewegungen ausführen und dann hackt das auf einmal. Und dann macht einfach dieser Charakter etwas, aber nicht das, was ihr wollt. Und hier aber handelt es sich darum, dass diese Steuerung ist schon so gut, dass wenn ihr so viel Scheiße da drückt, dann macht ihr dann nichts erstmal. Nur dann, wenn ihr wirklich präzise etwas drückt, dann führt er das aus. Hier ist es easy peasy, einfach nur hier in Zickzack laufen, einmal das Ganze überspringen, ist gar nicht so schwer. Jetzt brauchen wir einen Stock, um diese Fallen zu entkommen. Nichts Schwieriges. Ich glaube, später wird das schon anspruchsvoller. Genau, wo man da mit der Taschenlampe läuft und sich gegen diesen Manneken verstecken soll. Oder an die immer wieder mit der Taschenlampe leuchten soll. Ne? Das wird, glaube ich, schon ganz schön heftig sein. Sehr heftige Herausforderung. Was mich interessiert, ob dieser Geist ist er selber oder irgendwelche Kinder, weil zum Beispiel Six in dem ersten Teil hatte auch irgendwelche Fähigkeiten, ne? Die hat Hunger gespürt und dann hat sie Norm gegessen oder diese Mutter und hat die Fähigkeiten dann übernommen. Und mich interessiert, was hat denn Mono? Kann er vielleicht etwas vorhersehen oder was ist seine Hauptfähigkeit? Ja, dieses Mal habe ich nie so viel Zeit gebraucht wie letztes Mal. Letztes Mal war ich ganz vorsichtig, diesmal laufe ich einfach so und habe keine Angst von all diesen Sachen, die auf mich zukommen. Ja, und jetzt kommen wir schon ganz langsam zum Jägerhaus. Da müssen wir erstmal ein wenig langsam sein. Und ich bin auch schon mal gespannt, ob ich diesmal das tatsächlich ein bisschen besser hinkriege und nicht die ganze Zeit abkacke an dieser Tür, die ich aufmachen muss. Jo, nun sind wir so weit gekommen, aber zuerst, natürlich, brauchen wir unsere russische Schapka. Deswegen machen wir uns auf den Weg. Und jetzt ganz schnell mal auf diese Schapka wechseln. Oh, guck mal, ich habe sogar ganz vergessen, dass bei dieser Vorbestellung habe ich auch einen Hut hier bekommen. Ja, das kennen wir hier schon, dann nehmen wir die neue. Zack, ausrüsten. Was ist das denn? Pinocchio 2. Wow. Aha, wir brauchen unseren Axt. Johnnys Axt. Oh, das vibriert die ganze Zeit, wo ich ihn trage. So. Die süße Szene kennen wir. Das ist die sogenannte Six. In dem ersten Teil haben wir sie schon auch gesehen. Die hatte so ein gelben Regenkostüm. Zack,
Verpiss dich. So, und jetzt laufen wir hinterher. Soweit habe ich keine keine weitere Easter Eggs gefunden, deswegen folgen wir ihr einfach. Der läuft so lustig wie in Slow Motion, ehrlich gesagt. Lauf doch nicht weg, ich will dir doch nur helfen. Ja, und hierbei kann ich dir auch helfen. Komm, machen wir einfach zusammen. Nun brauchen wir einen Schlüssel, um diese Tür hier aufzumachen. Dafür müssen wir ganz nach oben kommen. Ja, Six, würdest du mir auch helfen vielleicht? Komm hier mit. Hey. Für diejenigen, die gut aufgepasst haben, ja, der Schlüsselchen liegt da ganz oben, ne? Aber dafür erstmal müssen wir einen Griff finden, um hier das Ganze zu drehen. Ja, okay, Six, komm mal her. Kannst mir ein bisschen helfen. Und dann kann ich oben klettern, das Ganze runterholen. Und dann können wir wieder runtergehen, ne? Man muss schon sagen, dass Six kann ganz gut mithelfen. Und wenn du nicht weiter weißt, dann gib dir schon ein paar Hinweise, ob du richtig oder gut liegst. So, jetzt holen wir uns diesen Griff erstmal und dann können wir wieder zurück. Und dann kann sie bestimmt das einmal drehen und ich wieder hochklettern. So, jetzt schmeißen wir das Ding hier. Ups. Na gut, geht auch so. So, drehen bitte. Natürlich sehr schön, dass man das Ganze jetzt nicht tragen soll, diese ganze Schlüssel und so, sondern man kann einfach die verstecken im Inventar. Ey, war das ein Gnome? Jetzt werde ich ihnen einmal folgen, weil die Autoren gesagt haben, man muss manchmal die angucken, die verfolgen und die werden uns zu irgendwelchen geheimen Räumen führen. Mal sehen, ob das echt so ist. Oh, ich kann sogar... Oh, was ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Oh. Boah, jetzt hat er sich da ganz oben versteckt. Ich komme, glaube ich, da nicht hoch. Ah, guck mal, hier gibt's einen Schuh. Vielleicht treffe ich ihn. Oh, ich habe sogar getroffen. Ah, du kommst mir nicht. Ich klinge jetzt wie ein Psycho, ehrlich gesagt, aber... Ja, jetzt weiß ich, was die Psychos auch fühlen. Ich klinge auch schon selber so. So, wie mache ich das jetzt? Mit dem Schuh trifft er nicht. Ja, ziehen geht auch nicht. Ja, dann bleibt nur eins. Einfach da drauf springen. Aha, jetzt habe ich dich. Aber der führt uns schon in so einen dunklen Raum. Bros, ich weiß nicht, ob das gut sein soll. Ich sehe hier kaum was. Ich werde vielleicht gleich einmal die Helligkeit anpassen, weil hier sieht man... Nichts, einfach gar nichts. Nun? Ja, jetzt muss ich ihn wieder hoch. Ach nee, guck mal, der macht ja auf für mich. Ja, das ist aber nett.
Danke dir. Ach, guck mal, der hat das aber für mich aufgemacht. Das ist aber sehr nett. Weiter geht's. Ja, und was nun? Muss ein bisschen leuchten, ich sehe gar nichts. Ja, jetzt muss ich ihn wieder hochklettern. Ach nee, guck mal, der macht ja auf für mich. Ja, das ist aber nett. Danke dir. Ich werde jetzt diesen Griff einmal runterziehen. Ja, und was nun? Ah. Ja, beim Hochklettern komme ich nicht so weit. Also da muss noch was passieren. Eigentlich würde ich gerne das zu mir ziehen, um kaputt zu machen, aber geht gar nicht. Meiner Meinung nach haben wir jetzt den Schalter betätigt. Wir haben jetzt das Licht angemacht. Und nun können wir ganz kurz wieder zurückgehen. Vielleicht können wir dann noch irgendwie hochklettern, weil der Gnome war ja auch oben. Lass mal gucken, ob man diesen Käfig hier aufmachen kann. Oh, geht tatsächlich nicht. Ich dachte, man kann hier so einen Käfig aufmachen. Gut, dann gehen wir erstmal weiter. Aber nein. Ah, guck mal, hier gibt's noch einen weiteren Hut. Können wir dann später vielleicht anziehen. Ah, jetzt sehe ich das. Jetzt hat er alles aufgemacht, jetzt können wir ihm folgen. Okay, keine falsche Bewegung. Assassin's Creed Style. Ha, wie geil. Wir haben eine richtig große Runde gemacht und jetzt sind wir wieder hier. Ja, und jetzt können wir locker runtergehen und die Tür aufmachen. Mr. Shoe liegt hier. Du kommst mit. Na gut, dann können wir die neue Hütte anprobieren. Oh, ich bin ein Gnome jetzt. Geil. Somebody once told me the ass is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shit. So, hier haben wir unseren Toilettenpapierlager. Und, ah, hier wieder ein Geist von Homo, ich meine von Mono. Mono, genau. Ja. Und jetzt geht's wieder weiter, na? Wir sind schon bald beim Jäger. Eigentlich ist gerade sehr früh. Ich habe noch tatsächlich geschafft, früh morgens aufzustehen vor der Arbeit. Ich zocke noch. Ich habe noch so ein paar Minuten Zeit. Mache ich schon einen Cut. Dann muss ich schon zur Arbeit gehen, tatsächlich. Surprisers. So, hier kann ich jetzt aber echt beweisen, slowly broly, dass wir mit dem ersten Mal sofort klarkommen. So, nach vorne war das Drücken, ja? Weil letztes Mal habe ich richtig verkackt. So, laufen, laufen, laufen. Come on, come on, come on, come on. Komm, schneller.
Okay, ich glaube, wir können schon langsam los. Der Gamepad vibriert die ganze Zeit. So spannend. Ja, bestimmt. Wenn wir weiterkommen und ich diese Situation nicht kenne, dann wird das schon ein bisschen gruselig und noch interessanter. So. Und in Demo-Version. Oh ja, in Demo-Version. Weiter, weiter. Und in Demo-Version. Boah! Hatten wir hier schon den Schluss? Kommst du mit? Ja, ich wollte Händchen halten, aber geht nicht. Hello, Bruce. So, ab hier kenne ich schon gar nichts mehr. Aha, hier eine Brücke. Oh, ich wollte schon springen, aber ich sehe schon hier, ich schaffe es nicht. Ah, hier ein Seil. Bestimmt kann man ziehen. Oh, das ist aber schlau. Ja. Zack. Okay, und wie komme ich da raus? Six. Zum Rufen drücken. Sie hat mich schon vergessen. Nice. Okay, und was fängst du mich auf? Ja, genau, mit meiner ganzen Masse. Come on, Brass. Sieh. Nicht schlecht. Okay. Was gibt's hier? Rabe. Ey, guck mal, da oben sitzt einer, glaube ich. Oder? Nicht dein Ernst. Haha! Schade natürlich, dass da ein Kind gesessen hat. Nein, sag nicht, dass ich jetzt Six bin. Kann nicht sein. Aber gut, wir haben ein paar Hute schon bekommen. Nein, wieder Jäger oder was? Halleluja! Oh, scheiße! Wow, Bro! Ich verstecke mich. Ja, okay. Nicht mehr. Fernseher, versteck mich! Ah, weiter, 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 weiter. Springen, springen. Ah, der kann nicht springen. Hoch! Schneller! Diese Musik! Come on! Okay, vorbei oder was? Ich mache gar nichts, der hält sich fest. Ah, scheiße, wir müssen uns verstecken, der kommt. Pfui. Bäh. Bäh. So ein Dreck. Pfuah. Ich kann eigentlich viel ab, aber das geht gar nicht. Kanalisation für Monster. Na gut, der ist jetzt weg. Was machen wir, Six? Nein, mach das nicht. Bis jetzt ist alles logisch. Ich kann alles verstehen. So, jetzt leuchtet er auf uns. Bestimmt müssen wir uns verstecken.
Nee, warte kurz. Okay, nicht schlecht. Ja. Okay, verstanden. keine weitere Fehler. Ich werde erstmal auf Six warten. What? Keine weitere Kommentare. Wir schwimmen im Scheiß. Okay. Easy. Was? Ich muss als Erster gehen, oder was? Ach so, drücken. Okay. Ah, scheiße. Ach so, ich dachte, wir müssen da rein. Das ist aber schlau. Ja. Sliden. Okay, was ist hier? Komm on, schneller. Wo jetzt rein? Hier? Zumachen, warum liege ich? Geht das? Wow. Komm, wir. Warum liegst du? Komm, wir müssen ihr helfen. Schießen, jetzt. Habt ihr damit gerechnet, Bros? Ich habe damit gar nicht gerechnet. Alles Mögliche, aber nicht das. Ich höre diese Kontusion in meinen Ohren immer noch. Können wir hier raus? Nee. Na gut. Ja, die Knarre würde ich gerne mitnehmen, aber die passt nicht mal durchs Fenster. So, und was jetzt? Aha, ja. Du bist schlau. Drücken. Ja, Titanic Time. Das ist bestimmt diese Tür von Monster Incorporation. Ach, zwei verlorene Seelen. In so eine große Welt. Schön zusammen. Aber so klein sind die. Kleine Kinder. Unglaublich. Wenn ich die beiden sehe, dann denke ich immer wieder an meinen kleinen Neffe. So klein, schutzlos, ja. Aber die beiden sind gar nicht so schutzlos in diesem Teil. Die haben schon einen Jäger hier kaputt gemacht. Ein Monster. Und hier sind Fernseher. Die besten Freunde von kleinen Mädels und Jungs. Da in der Weite sehen wir auch so einen kleinen Turm. Ich habe gelesen, dass wir müssen zu einem Turm kommen. Zu welchem Turm, weiß ich gar nicht. So, wenn wir gleich ankommen, machen wir erstmal Schluss. Weil
Ich habe schon nicht mehr so viel Zeit. Den Rest mache ich heute Abend. Oh nein, ich dachte, alles Mögliche, aber nicht in die Stadt, ne? Und wenn ich mich nicht irre, ja, die bewegen sich, die Hochhäuser. Entweder fallen die immer wieder nach unten, oder die bewegen sich. Wow, kann ich mich bewegen? Nee. Ja, Six, das ist keine gute Idee, finde ich, dass du mich hierher führst. Ja, jetzt erinnert es mich nach Silent Hill. Komm schon. Aha, da sehe ich schon wieder einen Geist. Wilde Kinder steht da, habe ich jetzt bekommen bei Steam. Da liegt auch noch ein Fernseher, oder? Ja, genau. Das erste, was man machen muss, ist einmal da drauf klettern. Sessel, das ist ja perfekt. Ein Sessel neben Meer und Fernseher. Was soll man sich noch wünschen? So, was ist für eine Tür hier? Kann ich da rein? Nö. Geht nicht. Bestimmt gibt's hier was Verstecktes, aber naja, ich weiß noch nichts. Gut, wir gehen weiter. Der sieht so lustig aus, wenn er so springt. Eieiei. Okay, Leute, hier machen wir Schluss und den Rest zocken wir dann später, ne? In dem zweiten Part. Ich bin genauso wie ihr alle sehr gespannt. Lasst einmal ein Like, teilt das mit euren Freunden und wenn ihr etwas wissen wollt oder mit mir zocken, dann schreibt das in die Kommentare. Okay, Leute, wir sehen uns. Ciao.